Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück auf Ravenport. Ich bin wie immer der Shorty von der Chest Area. Ja, wie angekündigt hatte ich nebenbei noch fleißig weitergemacht und schaut euch unseren Kontostand an. 830.363 Euro. Das heißt, jetzt machen wir eine Investition, dass wir auch wieder mal einen großen Sprung hinlegen können. Ich hatte hier Hafer angesehen wegen dem Volumen, nicht? Und ihr seht ja hier die beiden Felder. Eins von beiden wollte ich mir holen. Ich habe vorhin schon mal geguckt. Muss mal schauen, ob das hier drauf ist. Na. Wachstum. Feldfrüchte. Nein. Rapsanblumen. Wo ist denn da? Zuckerrohr. Zack. So, das ist hier nicht Zuckerrohr. Das sind hier auf Feld 5 Zuckerrüben. Da können wir gar nichts mit anfangen. Die müssten irgendwie untergrubbern. Aber hier, Feld 4. Hafer. Feld 4 kostet 811.000, wir haben 830.000. Was bedeutet das? Genau. Ich kaufe jetzt das Feld 4, damit wir endlich mal einen Sprung nach vorne machen. Und somit gehört uns auch der Hafer auf dem Feld. Ich klicke mal den Turbo rein. Ne? Hafer. Ernte fertig. Sprich, das, was wir jetzt investiert haben, um das Feld zu kaufen, da können wir jetzt den Hafer ernten und ja, da kriegen wir ein bisschen Geld zurück. Wie viel wir heute schaffen, weiß ich nicht. Ich stehe heute ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich noch Termine habe. Aber ich würde sagen, wir reden nicht lange. Wir stoßen mal die ersten Arbeiten an. Ich muss nur überlegen, wie ich das jetzt time. Also, normalerweise ist es eine gute Idee, den MAN als Abfahrer zu benutzen. Aber für den habe ich noch andere Pläne. Wir haben nämlich, Moment, zeige ich euch. Wir haben nämlich immer noch, okay, ein bisschen Stroh. Aber wir haben immer noch locker zwei Wagenladungen, also Anhängerladungen vom MAN Heu hier drin. Und die möchte ich, dass der MAN in der Zwischenzeit losfährt und die verkauft. Des Weiteren haben wir noch eine neue Besonderheit. Ich hatte ja gedacht, die von Cosplay haben da wieder so irgendwie, ne, Mist gemacht. Naja, Mist gemacht ist relativ, aber nein. Sie haben Cosplay, das hat so überarbeitet, dass einfach alles umsortiert wurde. Neu zugeteilt, ein bisschen übersichtlicher. Und ich habe mir noch ein letztes Video angeschaut von einem Kollegen, der das so ein bisschen erklärt hat. Ich sag mal, ein bisschen benutzerfreundlicher für Einsteiger. Wenn man jetzt ein Fahrzeug hat und das mit einem Anhänger oder einem Anbaugerät oder irgendetwas kombiniert, werden hier unten nur noch die Funktionen freigeschaltet, die das Gerät ausführen kann. Das macht schon mal die Auswahl ein bisschen leichter. Ich möchte jetzt hier ja den als benutzen, um ihn zu befüllen am Silo und dass er dann losfährt. Jetzt brauche ich natürlich als erstes den Kurs. Heu geht wohin? Zur Scheune, wissen wir, einziger Abladeort, also lade ich mir den Kurs. So, wenn ich den Kurs geladen habe, Kursbeginn, nächstpassender Wegpunkt, das kennen wir. Naheliegenden Wegpunkt werde ich mal nehmen. Anzahl der Durchläufe unbegrenzt. Nein, ich weiß nicht, ob es schon klappt, aber mir würden zwei Durchläufe reichen. Das sind nochmal zwei volle Ladungen. Einen dritten Anhänger bekommen wir eh nicht voll. Ne? So, jetzt gehe ich ins nächste. Das ist geblieben, wie es ist. Das Verwalten der Kurse. Dann gehe ich hier aufs nächste und siehe da. Alles verschwunden, was wir kannten. Hier ist jetzt die Einstellung versteckt, was er denn laden soll. Ich hole mir Heu.
Na? Hexegut, Hackschnitzel, Silage, Gras, Heu. Prima. Hier, die Geschwindigkeiten sind geblieben. Hier ist auch so im Groben alles geblieben. Hier unter den Fahrzeugeinstellungen. Da hat sich jetzt vom ersten Eindruck her auch nicht wirklich viel verändert. Aber hier bei der Kursgenerierung, ne, das ist alles weg. Das versteckt sich nämlich hier später, wenn wir einen neuen Kurs generieren sollen. Das zeige ich euch aber gleich auch noch, weil während der hier losfährt, ein bisschen Geld verdienen noch für uns, indem er das Heu abverkauft. Ja. Werden wir nämlich das neue Feld abernten. Das ist groß. Viel zu tun. Wir wollen ja das Feld auch nicht nur abernten. Wir müssen dann entsprechend den Kurs generieren. Wir müssen einen Abfahrerkurs einladen. So, das läuft. Gut. Ich habe in der Zwischenzeit natürlich auch, wie immer, Fahrzeugwartung und Reparaturen vorgenommen. So. Überführungsfahrt. Ich möchte einen Kurs haben vom Hof rüber zu dem Feld. Ne? Also. Überführungsfahrt ist hier drin. Ich klicke hier drauf. Abfahrer einstellen, Kurs beginnen am letzten Wegpunkt und halten. Es ist nämlich hier ein Kurs geladen. Den schmeiße ich mal raus. Zack, schon ändert sich das. So, jetzt können wir hier einen Kurs kopieren, der schon irgendwo vorhanden ist und benutzt wird. Aber Kursaufzeichnung beginnen ist das, was ich möchte. Ein Stück gerade. Und dann lenke ich ein. Und dann hoffe ich, dass ich den Drescher jetzt unfallfrei zu dem Feld bekomme. Das sollte aber kein Problem sein, ne? Er ist ja nicht schnell. Und einer meiner Follower hier, der Gamer war das, glaube ich. Der schreibt fleißig Kommentare. Der hat mich erstmal auf den Tipp gebracht, dass das hier alles umstrukturiert wurde in Cosplay. Und einen Link mir in die Kommentare kopiert zu einem Video, das das so auch erklärt. Danke dafür. So, schön langsam rumfahren. Das hat ja mal geklappt. Wunderbar. Ja, wäre natürlich schön, wenn die Schienen da nicht wären und man könnte direkt drüber fahren, aber die Schienen sind halt jetzt nun mal da und wir werden das aber trotzdem überleben. Okay. Das Feld daneben wird uns früher oder später auch gehören. Könnt ihr euch drauf verlassen? So, ich halte mal hier an. Ich muss kurz was gucken. 4 und 5, okay. Ich stoppe. Ich speichere. Hof zum Feld 4 04 und 05, ne? Stehen ja hier ungefähr in der Mitte der beiden Felder, passt schon. Dann brauche ich einen neuen Ordner. Nein, also jetzt noch nicht. Vom Hof zum, da kommt das rein, exportiert. Da haben wir die Route schon mal drin. Okay. Löschen. Schneidwerk abkoppeln. Wir machen den Drescher jetzt schon mal so weit fertig, dass wir gleich anfangen können, den Kurs zu generieren. Aber ist ja noch nicht so weit, dass wir eine losschicken sollten, weil... So, einklappen vorne. Den Drescher aufklappen. Ich stelle den jetzt erstmal hier ans Feld. Also es ist ja noch nicht so weit, dass wir den losschicken sollten, weil wir brauchen ja noch den Abfahrer. Und der Abfahrer braucht auch noch einen Kurs. Gelle. So, als Abfahrer werden wir heute den Klaas nehmen. Der bekommt den Anhänger
Gut, dass wir den aufgehoben haben. Also man sollte echt mal Geräte, die man sowieso schon besitzt, nicht einfach so verkaufen. Irgendwann braucht man die immer, ne? So. Jetzt durchs Anhängen, also ich hänge nochmal ab, ne? Nur, dass ihr das mal seht. Jetzt ist nur noch die Überführungsfahrt möglich, weil man mit dem Traktor ja nichts machen kann alleine, ne? Und wenn ich jetzt den anhänge, klack. Da kommen die beiden Modi hinzu, die wir noch haben. So, ich möchte jetzt vom Hof zum Feld 4 und 5. Den Kurs lade ich mir rein. Überführungsfahrt ist drin. Ab Kurs beginnen, erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen, am letzten Wartepunkt oder Trigger warten aktivieren. Der hat aber holla die Waldfee. Kompromisslos, ne? Hat er jetzt Gas gegeben. Okay. Der macht sich jetzt auf den Weg zum Feld. Da werden wir dann gleich auf ihn warten. Er ist mit seinem Heuverkauf zugange. So. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Kursgenerierung. Würde ich sagen. Ja, wie läuft das? Früher war es hier, ne? Wir müssen jetzt erstmal auf Feldarbeit gehen. Der Button taucht zwar hier auf zur Kursgenerierung, aber es ist halt nicht mehr drin, ne? Kursgenerierung finden wir eigentlich jetzt hier. Kursaufzeichnung, ne? Da, ja. Hier ist es. Jetzt versteckt Kursgenerierung. Und leider Gottes könnte man sagen, aber vielleicht auch gut so. Ich weiß es nicht. Es ist letzten Endes Geschmackssache. Auf jeden Fall ist es für mich persönlich eine Umgewöhnung. Wenn ich jetzt auf Kursgenerierung drücke, kriege ich diese Ansicht. Den erweiterten Kursgenerator, der sonst unter einem Rädchen im Cosplay versteckt war. Damit werden jetzt die Kurse generiert. Ja. Wie geht das vonstatten? Also ich muss jetzt mal gucken. Hier fällt ran Kurs. Feld 1 nicht, Feld 2 nicht, Feld 3 nicht. Sekunde. Wir haben hier eine kleine... Ja, danke. Um dich kümmere ich mich gleich. Motor aus. So. Der ist leer. Und auf dem Rückweg. Mhm. So. Wir waren bei der Kursgenerierung. Nochmal, jetzt ungestört. So, Feld 4. Da stehen wir, ne? Startposition. Können wir hier durchklicken. Nordwest, Nordost. Nordost, ja, nordöstliche Ecke. Passt. Startrichtung kann automatisch bleiben. Feldinseln umfahren ist deaktiviert. Da wird auf dem Feld nichts sein. Reihen überspringen wollen wir nicht. Am Startpunkt enden hätte ich gerne aktiviert. Fahrzeuge auf demselben Kurs nur eins. Arbeitsbreite 13,5 Meter. Stimmt auch. Jetzt gehen wir hier oben hin. Vorgewinde. Das ist ein schönes, großes Feld. Also wir könnten da schon mehrere gebrauchen. Vorgewindeart rundherum. Was gibt's noch? Ein enges Feld. Ja. Das müsste man bei Gelegenheit sich mal angucken. Kurze Seiten können wir einstellen oder keins. Aber ich möchte rundherum wie gewohnt. Wie viele Vorgewendebahnen nehmen wir? Ich würde sagen, 3 sollten reichen. Wir schaffen hier 4. 4 Vorgewendebahnen, okay. Vorgewenderichtung im Uhrzeigersinn. Ja, ist in Ordnung, lassen wir so. Arbeit beginnen auf. Vorgewendebahn. Ne? Das ist dann der Unterschied, ob er auf dem Vorgewende beginnt, wie wir es gewohnt sind, oder so wie ich es beim Schwan mache, ob er in den Parallelbahnen beginnt und zum Schluss das Vorgewende macht. So. Dann Vorgewende-Ecken weich, habe ich eingestellt. Das ist für mich in Ordnung. Dann kann man ja auch hier, ne, umstellen. Scharfe Ecken, runde Ecken. Ich lasse auf weich. Feldmitte ist experimentell, da gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, dass man das kreisförmig macht, spiralförmig, hoch und runter ist Standard. Ja, ich lasse es auf Standard, hoch und runter. 13,5 Meter, es steht hier auf weich,
gut, für mich passt das jetzt alles. Das ist echt nur eine Übungssache, ne? Und viel einfacher. Man geht von oben bis unten durch, guckt sich das an, wie man das will. Jetzt generiere Feldkurs, klick. So. Und jetzt können wir uns das angucken. Aber richtig schön. Mit Zoomen und allem. Wir haben die vier Kreisbahnen, wir haben die Parallelbahnen hier drin. Hier sind keine zu engen Bahnen, dass er Schwierigkeiten kriegt beim Wenden. Ich würde sagen, ne? Passt. Startpunkt. Dann hier, wo er später abhaut und zum Startpunkt zurückfährt. Alles drin. So, ich gehe zurück. Hab den Drescher da stehen. Ich möchte den Kurs bitte abspeichern. Feld 04 Dreschen. 13,5 Meter meiner Arbeitsbreite. Gespeichert. Ich lege hier den neuen Ordner an für das Feld. Feld 04. So. Wunderbar. Den Kurs schiebe ich da rein. Und fertig. Im Prinzip sind wir jetzt hier, ja, startbereit. Im Prinzip. Ich will den aber immer noch nicht losfahren lassen, weil wir brauchen ja noch den Abfahrerkurs. Der ist wichtig. So. Ich werde den Kurs genau hier in der Mitte anlegen. Dann brauche ich den für beide Felder, ne, Felder. Für beide Felder nur noch einmal. So. Ungefähr hier. Den Tempomat packe ich mir mal auf 60 km/h schon mal. So. Kursaufzeichnung beginnen. Schön langsam das erste Stück, gerade, damit er sich fangen kann und nicht ins Schleudern kommt. Und dann gehe ich auf die Straße. Und wenn ich auf der Straße bin, kann er Gas geben. Jetzt mit leerem Anhänger, ne? Dann ist er auch bergauf schneller. So. Ein bisschen langsamer werden in der Kurve. Dann schleudert er dann nicht, schlingert nicht, kommt nicht vom Kurs. Was auch immer. Ah, der hat schon einen Sound. Muss man ihm ja lassen. Einsame Spitze der Klaas. So, wir sind schon in der Nähe vom Hof. Wo soll das Ganze hin? Natürlich, wie gehabt, weiterhin erstmal mit dem System, dass er es ins Hofsilo bringt. Der LKW steht da. Das heißt, er hat volle zwei Runden jetzt absolviert. Mit dem Verkauf vom Hafer, vom Heu. Da müssen wir uns dann gleich auch noch drum kümmern. Jetzt fährt uns der zweite Drescher. Wäre vielleicht eine Option, darauf hinzuarbeiten, aber noch brauchen wir keinen zweiten, weil ich ja auch noch ganz andere Pläne habe. Da kommen wir dann aber gleich auch noch zu. So. Und zurück zum Feld. Ah, schön, wie der arbeitet. Als wenn man die Power spürt, die der hat. Das ist toll. So, hier rum. So, dann kann er sich hier hinstellen und ein bisschen weiter rein. So, und stopp. Ich mache jetzt mal abtanken. Feld 4. Später speichern wir den nochmal in den Ordner vom Feld 5 rein, sobald es uns gehört.
Und dann ist die Sache gegessen. So, das zu. Und in den Ordner Feld 4. Wir gucken rein. Na, abtanken. Feld 04. Falsch benannt, seht ihr? So ist das. Feld 04 abtanken. Ich bin mit dem Kopf nämlich schon im Wochenende. Da geht es bei mir ein bisschen hoch her. Naja. Das ist der richtige, ja. So ist er richtig benannt. So sieht das dann auch ordentlich aus in dem Ordner. Klack. Zack. Jawohl. Okay. Wir gehen hier drauf. Er soll ja hier Drescher abtacken und abfahren. Zack. Schon springt hier das Ding für die Dreschersuche das auf. Da muss ich nur Drescher finden, also Drescher suchen auf Feld 4 noch einstellen. So. Abfahrer einstellen. Erster Wegpunkt. Sagen wir naheliegenden Wegpunkt. Ich fahre ihn ein Stück zurück. Abfahrer einstellen. So, kein Drescher in Reichweite. Ja, er kriegt halt noch kein Kommando, aber er steht da und ist bereit. Noch nicht. Hier können wir den Abfahrer entlassen. Der hat seine zwei Runden, wie gesagt, absolviert. Ende, zumachen, warten. Drescher, am ersten Wegpunkt. Motor an, Schneidwerk an, Abfahrer einstellen. Hafer sollte er hinten ausspucken. Also das Stroh, Haferstroh, jawohl. Und im Prinzip dürfte jetzt nicht schief gehen. Also, wir haben expandiert, wir haben ein großes Feld, wo wir viel Ertrag von allem erwirtschaften werden. Das ist schon mal gut. So steigern wir den Umsatz. Wir haben jetzt ein bisschen was gesehen, was sich bei Cosplay geändert hat. Sollte ich Zeit finden, das Wochenende wird ein bisschen holprig bei mir jetzt, aber sollte ich Zeit finden, werde ich mal schauen, noch ein kleines Tutorial-Video machen zu den Veränderungen bei Cosplay, aber nur wenn es passt halt, ne? Nur Hafer hat jetzt ein unheimliches Volumen, also ein sehr geringes Volumen. Das heißt, er wird ziemlich weit fahren, bis er dann so weit ist, dass er abgetankt werden muss. Das macht aber nichts. Was ich hier nur sehe, ist, dass er sich bergauf kämpft. Der könnte vielleicht mehr Power vertragen, der Drescher, aber funktioniert ja. So, der Abfahrer wartet hier. Warte, bis Füllstand erreicht ist. Ne? Er hat den aktiven Drescher also schon erkannt. Das ist schon mal gut. Ich kann hier gleich mal gucken. Der hat ja noch nie Abstände bekommen. Das sollten wir mal im Auge behalten. Wo ist das denn versteckt? Ah, zeitlichen Abstand. Das war ja hier bei dem Schmuckstück, ne? War das ja 10,7 Meter. Da müssen wir jetzt aufpassen, wenn der losfährt, noch einmal den seitlichen Abstand exakt einstellen. Und dann sollte das auch klappen mit dem Nachbarn. Er ist erst bei 27%. Kaffee, ganz, ganz wichtig, Kaffee lebenswichtig. Ich würde sagen, ich mache einen Cut, bis er sich hier als Abfahrer in Bewegung setzt. Und dann stellen wir gemeinsam den Abstand ein. Bis gleich. Okay, warum jetzt schon, weiß ich nicht. Er fährt los, 44%. Ich stelle jetzt mal den seitlichen Abstand schon mal hoch auf die 10,7 Meter. Er soll bei 90% erst abfahren. Aber hier steht Start bei 50%. Also ist der Makel da. Start bei 50%. Machen wir auf 75. Und abfahren bei 90% stellen wir auch runter auf 75, um das mal auszutesten. Das Abfahren bei 75% heißt, dann fährt er den Inhalt des Anhängers, den er hat, weg zum Hofsilo halt. Und Start bei 75% ist, er setzt sich in Bewegung, wenn der Drescher fährt.
75% Ladevolumen erreicht hat. Cosplay sind wir übrigens bei der Version, also ich bei 601 und 00181. Und mal gucken, wie die beiden sich jetzt verhalten, hier quasi im Nahkampf. Okay, der Drescher fährt wie gewohnt weiter. Jetzt bin ich gespannt, was der Klaas Xerion macht, wenn der Drescher weit genug weg ist, wo er hinfährt, wo er Warteposition einnimmt. Na, komm. Sag mir nicht, du bleibst da einfach stehen. Ich meine, wäre eine super Lösung, ne? Wenn er nicht rumrangiert, sondern wenn er einfach an Ort und Stelle stehen bleibt. Ja, das sieht so aus. Ja, er bleibt einfach da stehen. Hier klappt das wunderbar. Sollte der Drescher aber vom Wendemanöver genau da lang fahren wollen, wo er jetzt steht, dann hätten wir ein Problem. Ne? Aber das wird sich zeigen. Das wird sich alles zeigen. So, wir haben nur einen Drescher, wir können nicht viel machen. Das Sinnvollste wäre, Moment, er bewegt sich. Warum bewegt er sich jetzt? Ah, er nimmt jetzt die Standardwarteposition ein, wo der Drescher da ganz weit weg ist hinten. Na, ich bin ja mal gespannt, ob das zukünftig auch so funktioniert. Ich würde sagen, für heute war es das. Nächstes Mal gucken wir uns an, wie das hier mit dem Taktieren und so funktioniert. Bei den beiden. Und dann haben wir noch viel mehr zu tun. Wir brauchen wieder neue Kurse und. Also so viel zur Expansion von uns. Ne? Der Hof ist gewachsen. Wir haben ein Feld dazu gewonnen. Das heißt, wir steigern jetzt enorm unseren Umsatz, den wir machen. Und wie wir jetzt weiterverfahren mit den neuen Kursen, Umbauarbeiten, habe ich ja auch geplant hier. Ne? Wenn das abgeerntet ist, möchte ich das gerne benutzen als Bauland. Und wir müssen ja noch Heu machen. Und dann muss wieder angesät werden. Also wir haben nächstes Mal noch ein bisschen mehr zu tun. Aber für heute soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch für alle Fälle einen tollen Start ins Wochenende. Habt ein ruhiges und erholsames Wochenende. Für diejenigen, die arbeiten müssen, ja, ist natürlich ein bisschen schade. Aber hey, wenn es sich jetzt vielleicht finanziell lohnt oder ihr dafür einen Freizeitausgleich bekommt. Manche Berufe sind halt für uns alle lebenswichtig. Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, Pflegekräfte etc. Fettes Lob an die Leute, die egal was für ein Tag ist, ob Wochenende, ob Feiertage oder im Einsatz und im Dienst sind, wollte ich nur mal sagen. Und trotzdem, allen ein ruhiges und möglichst stressfreies Wochenende. Bis zum nächsten Mal hier in Ravenport oder auf Ravenport oder was auch immer. Ich bin euer Shorty von der Test Area und für heute raus. Ciao, ciao.